Tachchen, Leute. Ich bin's. Der Typ, der sich die Haare gefärbt hat. Was? Weil es so viele Fragen gibt und mit Fragen meine ich... Färb endlich deine Haare, du Schwein! Ich weiß nicht, wer den lokalen Kindergarten jetzt verärgert hat oder... Ja, auf jeden Fall, das Ding ist, um die knallig rot zu machen, müsste ich die vorher krass blondieren. Jeder, der schon mal blonde Haare gehabt hat, weiß, das macht die extrem kaputt. Ich habe jetzt quasi den destroyten Salat weggeschnitten. So wie Fehler in Videos. Und werde den Rest sich jetzt erstmal ein bisschen erholen lassen und dann schauen wir mal. Also hört bitte auf, mich in den Kommentaren anzukotzen. Ihr habt schon 3 Comments geschrieben, ja, perfekt. Nun, ich könnte jetzt einfach hier sitzen und so tun, als hätte ich ein ganz normales Intro parat. Aber... Es gibt ein Ment, was ich gerne placen würde. Stylischer junger Mann. Statement Clothing hat sich so gedacht, komm. Der Junge hat nichts zum Anziehen. Kann ich angehen, dass er hier immer mit seinem Waschbrettbauch da sitzt und die Mädels in Ohnmacht schickt? Ja. Schicken ihm einfach mal ein paar Stücke Stoff zum Represent. Und naja, nicht nur, dass ihr jetzt nicht mehr in Ohnmacht fallen müsst, könnt ihr euch auch gewiss sein, die Dinger werden euch echt positiv überraschen. Statement Clothing ist eine junge Streetwear-Brand, die unter anderem für Basics eine echt gute Wahl ist, weil die Top-Qualität zu einem günstigen Preis anbietet. Hobbymäßig kenne ich mich ja ein bisschen mit Klamotten aus. Das glaubt mir eh keiner. Also ich bin quasi promovierter Wissenschaftler im Bereich der Bekleidungspraxis, ja. Und die Klamotten von Statement, Alter, die sehen nicht nur top aus, sondern ihr werdet vermutlich auch eine Freundin nach der anderen bekommen. Das ist so ein Nebeneffekt. Wirklich sexy. Ich persönlich feiere ja so Pastelltöne mega, deswegen habe ich mich auch für diese, ja, pastell-lavendelfarbenen Oberteile entschieden. Die haben aber auch einige so erdige Töne, die wirklich eine super Ergänzung sind für jeden Kleiderschrank. Und ihr guckt euch den Stoff an und die Verarbeitung und denkt, ey. Digga, ich hab keine 95 Euro. 34,99 kostet so ein Basic Hoodie. Digga. Es gibt natürlich auch Hosen, T-Shirts. Schaut da gerne mal rein unter dem Link in der Videobeschreibung. Gute Qualität, ein Spitzenpreis, reichlich Farbauswahl, lässiger Fit. Und ein verdammt geiler Typ. Leute, wer kennt es nicht? Ja, nachts um 3 mit satten 25 km/h ganz geschmeidig auf der Stadtautobahn unterwegs. The Lawbreaker. Silver-haired octogenarian traveling at the breakneck speed. Und es überkommt einem so dieses leichte Gelüst, sich jetzt so einen Stapel Pancakes hochkant in den Karton reinzuschieben, ja? Pancake! Herzlich willkommen bei Pancake House, einem Playable Teaser bzw. eine Demo für das neueste Spiel von Puppet Combo. Ja, ich hab's ja vermisst. So, wird ein Schuh draus. Jetzt kann ich arbeiten. Alles klar. Oh, wir haben unsere Karre auf der Mülldeponie geparkt. Ja, das passiert dem Besten. Ich soll da... Das ist nicht euer Ernst. Alter, das überlebe ich nicht. Oh mein Gott. Habe ich dem Pfarrer Bescheid gesagt? Hat er mich gesegnet? Schaffe ich das, Alter? Ah! Oh mein Gott, was? Nicht mal Bob, der Baumeister, glaubt, dass ich das schaffen kann. Können wir das schaffen? Nope. Die fahren hier auch, wie sie lustig sind. Die fahren hier transdimensional, Alter. Jede Spur wird doppelt belegt. In jegliche Himmelsrichtung. Ich hab das doch jetzt nicht überlebt, oder? Ich hab das doch nicht beim First Try jetzt überstanden. Come on! Das probiere ich nochmal, warte mal. Wenn ich das jetzt nochmal schaffe, dann spiele ich sofort ein Lotto. Ihr Haters! Ihr habt keine Ahnung vom Game! Okay, von wo kommen die jetzt eigentlich? Okay. Wollte ich nur einen kleinen Herzinfarkt bescheren. Oh mein Gott, easy. Das ist das einfachste Spiel der Welt. Kann ohne zu gucken rüber, mir wird nichts passieren. Ah, yes, ah, hab ich so gesagt, Alter. Die Autos tun einem überhaupt gar nicht weh, oder? Komm doch. Danach eine Bananenschale. Leute, ich weiß doch auch nicht. Probiere mit Videogames Spaß zu haben, Alter. Lasst mich in Ruhe, ja. Wenn es dann mal ein bisschen in die Hose geht, das kennen wir bei Horrorgames zum Glück. Also das Ziel in meiner Welt... Oh, bin ich besoffen? Ich torkle so ein bisschen. Wie jetzt, Alter? Wetten, ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden und hab jetzt nur noch ein Bein und humpel wieder zum Pancake-Shop, weil das einfach meine Mission ist. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Jesus will unbedingt, dass ich hier so ein paar leere Kalorien in mich reinschiebe. Interessant. Okay, hallo? Wow. Das Geschäft brummt ja. Echt gute Location, obwohl ich auch. Was? Holztür? Das hat man neben der Holztür gestanden. Aber das war's dann auch schon. Okay, hallo? Ein Pancake. Ja, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Nein, sie bedienen mich jetzt. Nein, sie...
Das ist ja höher. Hallo, ich rede mit Ihnen. Ich bin beschäftigt. Okay, Angela Merkel. Guten Abend. Wissen Sie, was noch gerne beschäftigt wäre? Meine Zähne. Und zwar mit einem Haufen von Pancakes. Können wir das irgendwie organisieren? Unter uns. Darf ich dann wenigstens Ihre Handynummer haben? Oh, da wird sie hellhörig. Junge Dame, ich bin verzweifelt. Entschuldigen Sie. Du kannst sitzen, wo du willst. Auf deinem Ich meine, ich werde mir natürlich irgendwo ein gemütliches Plätzchen suchen. Wo ich will, haben sie gesagt. Wundern Sie sich nicht über die Häufchen hier auf dem Tisch. Oh, da ist ein Kunde, ja? Ist das 3-Sterne-Exemplar oder was? Der VIP? Kommt der Woche einmal zu... Der isst doch lieber Pancakes. Der geht ins Pancake-Haus, um sich, was weiß ich, Rührei, Speck und Toast reinzuziehen. Was sind Sie eigentlich für gotteslästernde Gestalt? Lassen Sie mich alleine. Weißt du was? Nee, Alter. Wir bestellen uns jetzt ein Pancake und dann machen wir dem Namen alle Ehre. Ist das klar? Kannst du nicht sehen, dass ich hier esse? Nein, ich bin blind. Ha, jetzt fühlst du dich schlecht, ne? Weil du einen Invaliden beleidigt hast. Verschwinde. Okay, wow. Die sind alle extrem freundlich, Alter. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, ein Pancake, bitte. Jetzt gehe ich halt zu Meckes, Alter. Und wenn ich... Ihr bezahlt die Diätkosten, ja? Weil das ist ja auch viel gesünder. Oh mein Gott. Oh! Ah! Diese interdimensionalen Schwingungen, die mich... Da werde ich gleich seekrank, ey. Warte mal, ich schreibe jetzt an, Alter. Ich bin irgendwie Schnürsenkel, Alter, zusammen. Ja, was auch immer. Fliege ich halt auf die Fresse, Alter. Verschwinde ich halt im Wurm noch. Ist doch egal. Ey, yo. Dr. Beats bei Dreh. Was los? Ich grüße Sie. Hey, du darfst hier gar nicht sein. Weißt du was? Du siehst so aus, als ob du hier auch gar nicht sein willst. Oder so ist es. Was mache ich denn jetzt hier mit meinem Leben? Tue ich mir halt Pancakes vom Müll, Alter. Das ist halt dir schuld. Nicht mal das kann ich haben. Ich möchte doch bloß was zu essen. Was ist denn jetzt hier meine Mission? Ich hab ein... What? Ja, das ist zu spät. Ich wollte nur Pancakes haben, aber du hast Scheiße geredet, Rüdiger. Nope. Rüdiger ist ein verdammter Gott, Alter. Never mind. Das Experiment, also... Für ihn sollte der Abend eigentlich anders ausgehen, aber... Ich wollte nur Pancakes, Alter. Ich kann nichts dafür. Hey, Mr. Sennheiser. Was geht? Nope. Oh mein Gott, Pyramid Head! What? Weißt du was? Weißt du was? Ihr kommt jetzt alle mit. Komm her. Du kommst jetzt auf den Müll. So, fuck, yeah, ich wirst du entsorgt. Ich wollte dein Freund sein, aber du hast das alles versaut. Kann ich den hier werfen? Ne? Schade. Also von dir hat er immer noch die Gabel in der Hand. Okay. Was soll ich die zu meinem Truck bringen? Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber der hat auch öfters mal die örtlichen Verkehrsstraßen hier überquert. Komm doch! Weiß ich nicht, so Instant-Zebrastreifen halten dann alle an, oder? Okay, warte mal. Wait. Nope. Super. Warte. Das interessiert sie einfach nicht. Das scheint mir irgendwie öfters zu passieren im Pancake-Shop. Nope. What? Soll ich die jetzt da in meinen Laster laden? Oh, ist das ein Sequel zu... Feed Billy? Oder wie das hieß, was wir letztens gespielt haben? Pancake House. Ja? Boah, Alter, ich bin übelst... Oh, ich bin breit. Was ist los? Ich kann mich nicht richtig bewegen. Guck mal, ich drücke nach vorne wie ein Weltmeister. Okay. Load Truck. Und die Begegnung der dritten Art, Alter. Okay, und jetzt? I need food first. Ich sag doch... Ich wollte einfach nur Pancakes. Wo ist die Alte jetzt hingelaufen? Ich schnapp mir die, Alter. Hat nämlich meine Frau zu mir gesagt. Honey, wenn du wieder bloß mit zwei Leichen nach Hause kommst, sind wir getrennt, Leute. Und ich will kein getrennter Leut sein. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Schätzchen, komm raus. Ich möchte deine Einzelteile stapeln und sie mit Ahornsirup übergießen. Okay. Die sind die Heiligkeit der Finsternis entschwoben. Die krieg ich nie. Mist. Warte mal, I need food first? I mean, ich habe Food. Gib mir Pancakes!
Das war so ein schöner Abend, Alter. Ich hatte einfach nur Hunger. Okay, jetzt besorge ich mir alle drei. Ich sag's euch. Aber ich sag mal so, diese Wendung der Ereignisse hier war sehr unerwartet. Junge Dame, ich muss sie leider vernichten. Tut mir leid. Tut mir nicht leid. Okay, jetzt kann ich die hier... Als ob ich die jetzt hier einfach über die Straße trage. Echt jetzt, warte. Ich dachte erst, es wäre so ein Horrorspiel, wo es darum geht, die Straßen zu überqueren. Das wäre halt mal was Neues. Wie schnell fahren die hier auch? 70 LKWs sind hier mit 180 Sachen unterwegs. LOL. Okay, schau wir nicht. Jetzt. Ah! Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich meine, ganz einfache Nummer. Überhaupt gar kein Thema. So. Nummer 1. Ja, yeah, macht's euch gemütlich. Nummer 2. Alter, wie ich ihn einfach komplett seine... Nein, jetzt stürzt das ab! Was? Seine irdische Materie verzerrt ab. Ach, come on! Come on, Alter! Ah! Yippie! Das Video schicke ich dem Finanzamt, wenn die mal wieder fragen, was eigentlich meine gewerbliche Tätigkeit ist. Aber bitte erzählt keinem, dass ich das hier beruflich mache. Das bleibt unter uns, okay? Wir sind ja hier in vertrauter Umgebung. Ja, Leute, kriegen wir das hin, dass das hier unser Geheimnis bleibt? Es stürzt einfach ab! Die Kacke funktioniert nicht! Leg mich am Arsch, damit kommen wir! Scheiß alleine! Pancake-Job! Am Arsch, Digga! Das ist so krass! Ich krieg meine... Das war jetzt einer zu viel, Alter. Ich hab jetzt Hunger, fragt nicht warum. Ich geh jetzt essen und ihr macht... Spielt doch selber ein Horror-Game. Warum muss ich immer? Ihr seid jetzt mal dran, let's go.